Geht rein durch den Vorhang. Grüß Gott, mein Name ist Brunz. Bruno Brunz. Ich komme von der polnischen Diebstahl- und Einbruchversicherung. Sie haben uns angerufen. Sagen Sie, was machen Sie da? Heimtriathlon. Schwommen bin ich schon. Bitte nehmen Sie doch Platz, das ist Ihre Wohnung, Herr Bülbül. Vielen Dank, vielen Dank. So. Unter 8 Stunden. Ja, also, Sie haben uns angerufen. Ja, ja. Es geht um Ihr Kanarienvogelkäfig-Durchbissversicherung. Genau um die geht's, ja, ja. Damit wir die abschließen können, brauche ich einige Details, ja? Die erste Frage ist einmal, wie heißt denn Ihr Vögelchen? Ja, wie Ihr Vogel heißt. What's the name of the bird? Ali Bird. Ali Bird ist doch ein Badezimmerschränkler. Aber da kracht er immer dagegen, wenn er fliegt. Da bricht er sich immer sein Schnäbeli. Das haben wir einen Schnabel aus Natrium machen lassen. Natrium ist doch gar kein fester Stoff. Ja, darum kann er es ja nicht mehr brechen. Der Cleary, weil sie immer so glöckt, darum heißt der Cleary. Cleary. Cleary heißt er. Cleary. Und wie groß ist Ihr Vogel? Gelb. Nein, ich meine, wie groß er ist. Sehr gelb groß. Ja, ich schreibe mal gelb ins Formular, muss jeder Sachbearbeiter mit rumstreiten. Und was kriegst du zu fressen? Jod, SSF-11-Kannle? Erzähl durch das nicht. Für Drill. Drill. Drill mit Doppel. Drill. Drill. Gut, dann machen wir also einmal eine Kanarienvogelkäfig-Durchbissversicherung. Ja, ja. So eine Kanarienvogelkäfig-Durchbissversicherung, die will ich bitte gern haben. Die will ich haben, die will ich haben. So, wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir schon so gemütlich zusammensitzen, meine Frau, haben Sie eigentlich eine Autohaftpflichtversicherung? Für den Vogel? Ob Sie eine Autohaftpflichtversicherung haben? Ich nicht, in der Cleary auch nicht. Also mir hat er nichts gesagt. Ich hab ja kein Auto. Was hat denn das damit zu tun? Ja, was meinst du, wenn du das Pflichtversicherung hast? Ja. Weil es Pflicht ist, dass man so eine Haftpflichtversicherung hat? Ja, ich hab aber kein Auto. Ich macht doch gar nichts damit zu tun. Schauen Sie mal, Sie brauchen bloß auf die Straßen ausgehen, zack, haben Sie ein Auto am Bums. Das mach ich nicht. Dafür habe ich ja meine Puppen. Die Olga. Ja, den werden Sie wieder aufpumpen, ich bin vorhin drüber geflogen, die Licht im Gang drauf. Ja. Schauen Sie mal, in der Versicherung. Ich hab gestritten mit der. In der Versicherung gilt immer noch der Grundsatz: wer bumst, der zahlt. Ja. Das weiß ich sehr gut, ja, ja. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Sie fahren mit der Straßenbahn, mit der Tram, ja? Und Sie wollen sich festhalten oben an der Haltelasche. Sie rutschen aber ab, dadurch verlieren Sie Übergewicht und fallen auf die Seite von der Straßenbahn. Dadurch kommt die Straßenbahn aus die Gleise und fällt links um. Da fahren zufällig 7 Autos vorbei. Die Straßenbahn fällt auf diese 7 Autos drauf. 7 Autos total Schaden. Jetzt frage ich Sie an dieser Stelle, wer zahlt den Schaden? Wer? Die Laschenfirma. Sie zahlen den Schaden, weil Sie Schadensverursacher sind. Ich? Ja. Aber schau, also wenn ich mit dem Fahrrad vom Stadtpark zum Hauptbahnhof fahre, brauche ich doch auch keinen Fahrscheinheftler für den Bus. Das ist der öffentliche Personennahverkehr. Hier geht es ja um Haftpflichtversicherungen. Und darum brauchen Sie eine Autohaftpflichtversicherung. Du möchtest das sagen, Herr Urin? Brunz. Brunz, nein. Sie wissen das besser, ne? Ja, ne? So eine Autohaftpflichtversicherung, die will ich bitte gern haben. Die will ich haben, die will ich haben. Ich meine, wenn Sie jetzt ein Auto hätten, käme Ihnen die Versicherung nicht teurer. Gerade wollte ich sagen. Also Sie täten eigentlich sparen, wenn Sie ein Auto hätten. Ja, ja, ja. Ich meine, wir haben hier neben Herwig so einen kleinen Automobilhandel. Schauen Sie mal, da hätte ich hier einen wunderbaren Kleinwagen für Sie. Wie klein? Grün. Ich bin zu klein, ne? Lieber schwarz-weiß gestreift mit Klimaanlage. Können wir machen. Für mein Basti, ne? Ja. Ja. Schwarz-weiß gestreift. Machen wir einen Kleinwagen. Einen Kleinwagen, den will ich bitte gern haben. Den will ich haben, den will ich haben. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Garage für das Auto? Ich habe ja kein Auto.
Ja, jetzt schon. Jetzt schon, ja. Weil wenn Sie Ihr Auto in der Garage parken würden, dann täten Sie nochmal in der Autohaftpflichtversicherung 1,5% in der Prämienhaftungszahlung im Jahr sparen. Ja, nee, das wäre schon was. Garage können wir mitliefern. Wenn Sie wollen, bringen wir eine Garage mit. Ja, da kann man was anderes ja auch nicht tun, Mann. Ja, dann freilich zum Beispiel so ein Obstkorb. Ja, genau, oder Kaffeemaschine, das schon. Ja, natürlich, oder ja. Eine Klimaanlage. Genau. Ja, so Garage, die will ich bitte haben. Ja. Die will ich haben, die will ich haben. Sag mal, ist das Ihr Haus da oder wie wohnen Sie hier? Nein, ich wohne hier auf Duldung. Achso, dann ist blöd, dann können wir nicht einfach eine Garage hinstellen. Wie machen wir denn das? Ne? Ich meine, wir haben ja nebenher wenig so einen Immobilienhandel. Ne? Da könnte ich Ihnen ein Schnäppchen anbieten, hätten wir ein ganz tolles 17-Parteien-Haus. Ich bin ja allein. Ja, die anderen Wohnungen können Sie ja verdulden. Ja, genau. Und da ist eine Tiefgarage dabei. Und wenn Sie Ihr Auto in der Tiefgarage parken, sparen Sie nochmal 1,7% der Prämienhaftungszahlung für die Autohaftpflichtversicherung. Ja, das läppert Sie, ne? Also, zahlt Sie das läppert Sie. Zahlt Sie für selbst? Ja, so ein Haus, das will ich haben. Machen wir. Das will ich haben, das will ich haben. Das ist mal ein Reihenhaus, ja. Wenn wir schon dabei sind, sagen Sie mal, schlafen Sie schnell ein oder haben Sie wenig Schlafstörungen? Das kommt davon, wo ich bin. Wie? Ja, wenn ich fort bin, schlafe ich nicht so schnell ein, als wenn ich daheim bin. Ja, wenn Sie daheim sind, schlafen Sie dann sofort ein oder dauert es, bis Sie einschlafen? Ich kann ja mal auf die Uhr schauen. Aber schauen Sie, ich hätte eine wunderbare Einschlafversicherung für Sie, ne? Wenn Sie nicht in regelmäßigen Abständen einschlafen, zahlt die Versicherung für Sie die Einschlafmittel. Ja, woher weiß denn die Versicherung, ob ich jetzt schlafe oder nicht? Das ist ganz einfach. Das erste Dreivierteljahr führen Sie ein sogenanntes Schlafprotokoll. Da schreiben Sie immer rein, wann Sie einschlafen sind. Und in unregelmäßigen Abständen ruft der Mitarbeiter von uns nachts bei Ihnen an und fragt Sie, ob Sie schon schlafen. Richtig, sehr klasse. Ja. So eine Schlafversicherung, die will ich bitte gern haben. Die will ich haben, die will ich haben. Jetzt meint man mir, im Schlaf kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie schlafen. Sie haben einen Albtraum. Sie träumen von sich selber. Von lauter Schreck fallen Sie aus dem Bett raus. Ja. Mein Umirrenkörper ist ja nicht schad. Aber durch den Stoß gibt es eine Erschütterung, ja? Der unter Ihnen wohnt, da wackelt die Decke. Die Lampe, die an der Decke befestigt ist, ja, fällt zu Boden. Da steht zufälligerweise eine Suppenschüssel. Die Lampe hinein in die Suppenschüssel. Und elektrische Leitungen und Wasser, da gibt es eine Funken. Das gibt Feuer. Das ganze Haus brennt weg. Und jetzt frage ich Sie an dieser Stelle, jetzt frage ich Sie, wer zahlt den Schaden? Ich. Sie zahlen den Schaden. Ja. Deshalb brauchen Sie eine Bett-Rausbums-Versicherung. Genau. Das wollte ich von Ihnen wissen, Herr Wiss. Herr Brunz. Eine Bett-Rausbums-Versicherung. Die will ich bitte gerne haben. Die will ich haben, die will ich haben. Mach mal. Sie, Herr Bulle. Herr Brunz. Eine Frage mal. Wenn ich einmal aus Versehen einen Fremden bei mir zu Hause habe, ne? Und der geht in mein Schlafzimmer und stolpert und fällt in mein Bett rein und bricht sich was, gibt's eine Bettreinfallversicherung auch? Das ist doch jetzt völlig bei die Haare herbeizogen. Also ich versuche für Sie den optimalen Versicherungsschutz herauszufinden, ja? Dann kommen Sie mit irgendwelchen idiotischen, dämmerten Beispielen daher, die man sein Leben lang nicht versichern kann. Horst verarschen lassen muss ich nicht von Ihnen. Merken Sie sich das einmal? Das war nur eine Frage. Das will ich nicht haben. Nicht haben. Furchtbar. Denken Sie doch lieber, was einmal ist. Wenn Sie hier einen ewigen Schlaf haben. Ja, mein, im Sommer, im Frühjahr ist nicht so schlimm, aber wenn es im Herbst ist, alles grau, alles trüb, alles trist. Kann man das versichern, dass man im Frühjahr geht? Darum geht's doch gar nicht. Stellen Sie mal vor, es ist im November soweit, ja? Es tragen der Ihren Sarg über den Friedhof, da sind lauter nasse Blätter, es rutscht dann aus, rums, bums, ist der Sarg am Boden und schon haben Sie Dellen drin. Ja, da haben wir blaue Flecken. Okay. Dann wäre eine sogenannte Sargbruchversicherung. Ja. Der Schaden wird an Ort und Stelle behoben und dann kommen Sie schön sauber runter. Ja, aber ich war ja mal verbrannt. Das ist ja nur schlimmer. Stellen Sie sich mal vor, der läuft mit Ihrer Urne über den Friedhof, rutscht aus, die Urne geht auf, die ganze Asche über den Friedhof verteilt. Ja, was meinen Sie denn, bis das zusammengeht ist? Was meinen Sie denn, wie viel Dreck da mit reinkommt? Das macht mir nichts. Ich dusche mir auch nicht jeden Tag. Mehr Kleidung, wie Reibe in der Stoffe geschmeckt ist.
Ja, aber das wäre dann schon nicht schlecht, ne? So eine Unbrandversicherung vielleicht, wenn der Friedhof einmal wegbrennt, dass wieder was hinkommt, ne? Das automatisch inkludiert in diese Versicherung. Eine Unbrandversicherung, die will ich bitte gern haben. Die will ich haben, die will ich haben. Mit der Massengrab, ja. So, ja, dann hätten wir es ja eigentlich schon. Ja. Dann bräuchte ich nur noch 3 Unterschriften hier von Ihnen. Alles klar. Claudus. So, jetzt rechnen wir mal kurz hoch, was das monatlich für Belastung für Sie ausmacht. Ja, bitte. Wir haben also 2, 4, 7, 4. Genau, rechnen wir mal zusammen. Morgen ist der Sonderpreis, machen wir die Anhaben. Ja. Da rechnet man ganz schön, ne? Das sind ja insgesamt 38.279 Euro. Ja, und die monatliche Rate? Das ist die monatliche Rate. Sie zahlen im Monat 38.279 Euro und die erste Rate ist bitte sofort in bar fällig, weil mit der zweiten Unterschrift haben Sie unterschrieben, dass Sie bei Unterschriftsleistung sofort die erste Rate in bar bezahlen. Also, Geld ja. 38.279 Euro. Im Monat? Im Monat. Kann ich da zurücktreten? Ja, normalerweise schon, aber mit der dritten Unterschrift haben Sie Ihr Rücktrittsrecht zurückgegeben. Ja, also, ich hab Kohle raus. Ich hab nicht so viel Geld raus. Ich kann doch keine 8. Also, hören Sie mal, Sie wollten doch das alles haben. Sie waren doch da gesessen. Will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Aber da war ich nicht allein. Da war ich nicht allein. Da war mehr. Kommen wir später dazu. Ja. Also, Kohle raus. Ich hab nicht so viel. Gehen Sie das Geld raus, weil ich buch dich. Sie, Herr Brutz, da war vor 14 Tagen ein Kollege von Ihrer Versicherung da. Da habe ich eine Versicherungsversicherung abgeschlossen. Die tritt für Versicherungen ein, die ich abschließlich aber nicht bezahlen kann. Das hätten Sie ja sagen müssen. Das ist ja für unsere Gesellschaft. Ja. Da muss jetzt unsere Gesellschaft, dann unsere Gesellschaft für Sie, das ist ja hoch, das ist ja locker 500.000 Euro im Jahr. Ja, ja. Da kommt jetzt Ihr Vorstand und sagt, Sie wollen mich nicht mehr haben, Sie wollen mich nicht mehr haben. Da werden wir doch einen Weg finden, den wir das Ganze vergessen. Nein. Ich bin nicht bestechlich. Hau ich ja mal her. Ich bin nicht bestechlich, ja? Ich will Sie nicht bestechen, ich will Ihnen was geben. Ich nehme auch nichts, ja? 10.000 Euro. 9.000. 8.000. 11.000. 10.000. 10.000. In der Mitte. Jawohl. Genau, in der Mitte. Schreibe ich Ihnen schnell einen Scheck raus. 10.000. 10.000 Euro. Jawohl. Der Barscheck. Können Sie es einfach einlösen. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht. Wir haben uns nie im Leben gesehen. Und die 10.000 Euro, die hole ich mir schon wieder. Du gehst in die Oberpfalz, da gibt es immer ein paar Blade, die unterschreiben. Genau.